Ja, hallo und ganz stark, dass du beim nächsten Video aus der Scrum Guide Reihe dabei bist. Heute geht um das Daily Scrum und wie du es aus der Reihe kennst, stelle ich dir mal einen Aspekt aus dem Scrum Guide hier in diesen Videos vor. Der Zweck des Daily Scrum ist es, den Fortschritt auf dem Weg zum Sprintziel oder zum Sprint Goal zu überprüfen und das Sprint-Backlog bei Bedarf anzupassen und die anstehenden Arbeiten zu korrigieren, wenn es natürlich notwendig sein sollte. Das Daily Scrum ist eine 15-minütige Veranstaltung für die Entwickler des Scrum-Teams. Um die Komplexität zu reduzieren, wird es an jedem Arbeitstag des Sprints zur gleichen Zeit und am gleichen Ort abgehalten. Wenn der Product Owner oder Scrum Master aktiv an Elementen des Sprint-Backlogs arbeiten, nehmen sie als Entwickler teil. Und die Entwickler können jede beliebige Struktur und Technik für das Daily Scrum wählen, die sie wollen, solange sich ihr Daily Scrum auf den Fortschritt in Richtung Sprint-Goal konzentriert und einen umsetzbaren Plan für den nächsten Arbeitstag erstellt. Das schafft Fokus und verbessert das Selbstmanagement vom Team. Daily Scrums verbessern die Kommunikation, identifizieren Hindernisse, fördern eine schnelle Entscheidungsfindung und machen somit andere Meetings überflüssig. Das Daily Scrum ist nicht die einzige Gelegenheit für die Entwickler, ihren Plan anzupassen. Sie treffen sich oft im Laufe des Tages zu detaillierten Diskussionen über die Anpassung oder Neuplanung der restlichen Arbeit in dem Sprint. Und das war es auch schon wieder. Damit hast du das Wichtigste vom Daily Scrum in aller Kürze mitgenommen. Ich danke dir mega für deine Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Ciao, ciao.